ich grüße euch. Ja, es scheint so, als wenn unsere Fragezeichenjagd beendet ist. Wir haben zwar noch ein bisschen was zu tun, wir haben hier noch ein Anschlagebrett, das wir besuchen müssen. Aber im Großen und Ganzen, ne, bis auf die drei im Süden, die drei Fragezeichner, die wir halt nicht machen können, warum auch immer, haben wir soweit alles erledigt. Ich habe während eurer Abwesenheiten ein paar Klamotten verkauft, wie ihr am Gewicht seht. Und habe auch meine Katzenjäger... Ja, genau. Meine Katzenjäger... Klamotten abgelegt, habe die in die Schatztruhe getan, weil die Sachen, die wir so gesammelt haben im Laufe der Zeit, einfach zu gut waren. Ich musste das ändern. Ich finde das aber ganz schick. Ne? Ist doch, sieht doch, also im Gerald, finde ich, steht das. Ne? Hat schon was. Die Hose, naja, okay, aber das Oberteil sieht schon recht okay aus. Die Waffen sind immer noch die gleichen. Ich habe auch, ich war bei unserem Meisterschmied in Ochsenfurt, in Novigrad und habe mir schon mal die überlegenen Katzenschwerter anfertigen lassen. Sowohl das Stahlschwert als auch die Silberwaffe. Das Problem ist halt nur, geht erst ab Level 29. Und wir sind, wie ihr dort seht, Level 25. Ja, ansonsten, Punkte haben wir alle verbraucht. Inventar ist weitgehend leer und alles weggebracht. Ne? Ihr seht auch, ich habe alle die Waffen voll, die Klamotten voll gepimpt. Die Waffen sind gepimpt. Und ja, eigentlich können wir jetzt loslegen. Ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal. Wir gehen jetzt mal. Aber ich hatte hier zu dem Anschlagebrett. Gucken mal, was wir dort noch so erfahren. Welche Aufgaben wir dort noch finden. Und wenn dort noch das eine oder andere Fragezeichen zu erledigen ist, dann werden wir auch das tun. Und danach gehen wir mit der Story weiter voran. Na, wo muss ich denn hier langsam? Und werden uns um Uma kümmern. Beziehungsweise wir haben noch eine Nebenquest. Hier mit dem Imker, wovon ich eigentlich ausgegangen bin, dass wir die schon längst erledigt hätten. Aber egal, dann werden wir diese Nebenquest auch noch machen und uns dann um Uma kümmern. Die Hauptquest fortsetzen, hatte ich ja gesagt. Wenn wir die Fragezeichen hier in Novigrad abgefrühstückt haben, dass wir dann uns ein wenig um die Hauptquest und um die Nebenquest kümmern. Beziehungsweise wir machen die Hauptquest jetzt so weiter, bis wir dann stark genug sind, um die Schatzsuche fortzusetzen. Ja, das ist so der Plan im Groben. Ihr wisst, bei mir kann sich das jederzeit aus welchen Gründen auch immer ändern. Aber im Großen, in so einem Groben halte ich mich ja dann doch da dran. Auch wenn ich jetzt hier wieder wie ein Blödmann durch die Gegend renne. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? So. Ich muss dahin. So, und renne hier unten rum. Ganz toll. Du bist ein echter Held, Alien. So, pass mal auf hier. X, komm mal her. Plätze, wir machen immer ein bisschen schneller. So, alles klar. So, hier runter. Nein. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Wir müssen eben hier den See irgendwie hinter uns lassen. So, so. Ich glaube, so sieht es ganz gut aus. Ja, und wenn wir dann die Nebenquest erledigt haben und die Hauptquest ein bisschen vorangetrieben haben, dann müssen wir ja... Ach ja, Moment. Langsam. Hier müssen wir mal eben... Obwohl, nein, ich habe gesagt, wir machen jetzt das Anschlagebrett. Also machen wir das Anschlagebrett. Schneller. Wir werden uns hier noch umsehen. Ja, wenn wir die wenn wir also nach Kehr trollen müssen, dann gibt es da bestimmt auch ein bisschen was zu erledigen. Wir werden dann erstmal die Hauptquest ein bisschen vorantreiben. Ja, das wird ist wirklich an der Zeit. Und wir werden dann danach, das wird auch im Grunde noch ein Hof. Werden dann danach
nach Skellige zurückkehren, weil dort gibt es ja auch noch eine ganze Menge Fragezeichen zu erledigen und auch noch einige Quests, ne? Also die da auch nicht einfach so ungenutzt, sondern sah aus wie ein Kaufmann, ne? Die wir jetzt nicht einfach nur so auf ungenutzt rumliegen lassen wollen. Was ist das denn hier? Na, Unwich. Ach, das ist schon von dem Add-on. Das ist schon davon. Ich schau mal hier. Warnung, Vagabunden! Wenn ihr vorhabt, den Totenwald in der Nähe der Ruinen von Burg Arnskrone zu durchqueren, vergesst es. Plant lieber eine halbe Meile mehr ein und geht außen herum. Es ist zu eurem Besten. Denn weder euch noch sonst irgendjemand wird an diesem Ort etwas Gutes widerfahren. Okay. Vorsicht vor den Rittern in Rot. In letzter Zeit ist eine Plage über unser Land gekommen. Ein Befall noch scheußlicher als jedes Ungeziefer. Abtrünnige Ritter vom Orden der Flammenrose haben beschlossen, unsere anständige Gegend in ihr teuflisches Revier zu verwandeln. Jetzt kann sich hier niemand mehr sicher fühlen. Diese sogenannten Ritter führen sich auf wie gewöhnliche Straßenräuber. Sie stehlen die Ernte der Männer und besudeln jede Maid, die sie zu fassen bekommen. Wir haben schon Beschwerde beim Schultheiß eingereicht, aber solange er diese Hunde nicht mit einer Armee vernichtet, solltet ihr euch nach Möglichkeit aus dieser Gegend fernhalten. Uiuiui. Gebrüder Gomez, Zimmermänner. Schnelle und solide Arbeit, Einrichtungen im Novigrader Stil, Esstische, Baldachinbetten, Dekorationen für das Schlafgemach und Ausstattungen von Speisekammern. Alles zu unschlagbaren Preisen. Unsere Kunden kommen direkt aus Ochsenfurt. Willst du speisen wie eine Herzogin? Dann besuch die Gebrüder Gomez. Dieb, Räuber! Seid gewarnt, dass ein Schurke hier sein Unwesen treibt. Er behauptet, ein Kriegsheld zu sein, der eine Niere verloren hat und bettelt um Almosen. Vor 2 Tagen nahm ich ihn in gutem Glauben bei mir auf. Am nächsten Tag bemerkte ich, dass er mir die Speisekammer leer gegessen und meinen Wein aufbewahre. Dass er mir die Speisekammer leer gegessen und meinen Wein aufbewahre, bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken habe. Wein aufbewahre, okay. Also den Weinkeller nehme ich mal an. Ich hatte noch ein halbes Fass. Keine Ahnung, wie er das alles in seinen dürren Bauch bekommen hat. Außerdem behauptet meine Tochter, dass er sie des Nachts betatscht hätte, und zwar mit beiden Händen. Dieser verlogene Schuft behauptet, sein Name wäre Odrin. Aber wer zum Teufel kann schon sagen, wie er wirklich heißt? Bekanntmachung. Gute Leute, auf Befehl des ehrenwerten Herrn Siegfried de Löwe wird ab jetzt eine Steuer in allen Dörfer dieser Region erhoben. Jeder Haushalt hat ein Fünftel seiner gesamten Waren und Besitztümer abzugeben. Im Austausch dafür wird unser Orden euch vor den Vagabunden beschützen, die das Land in Zeiten des Krieges immer wieder durchstreifen. Akzeptiert diese Steuer verständnisvoll, dann wird es auch keine bedauerlichen Zwischenfälle geben. Jemand hat das Pergament mit einer vulgären Zeichnung und mehreren beleidigenden Anmerkungen über die Ritter des Ordens und ihre Mütter beschmiert. Okay. Können wir uns alle denken, was das war? Auftrag, Lehrling verschwunden. Gute Leute, mein Lehrling Volkert ist spurlos verschwunden. Ich mache mir schreckliche Sorgen um ihn. Wer ihn also findet und zurückbringt, wird dafür eine beträchtliche Summe Novigrader Kronen erhalten. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mich in meiner Hütte am Stadtrand von Ochsenfurt besuchen. Falls ihr euch verlauft, fragt einen Bauern, wo der örtliche Kräuterhändler sein Geschäft hat. Dann wird euch der Weg gewiesen. Otto Bamba, Kräuterkumpel. Nicht erkundeter Ort, da sage ich doch. Schauen wir mal gleich drauf. Also, es gibt natürlich auch Quests, logischerweise. Ich dehne. Ob das nicht. Und 33 Fragezeichen. Vorher hatten wir noch 3, die wir nicht erkundet. Also 30 neue Fragezeichen. Ja, seid ihr des Wahnsinns.
Die drei konnten wir nicht und die hier oben sind alle neu. Ich glaube, das hat aber mit dem Add-on zu tun. Ich schaue mal, ob wir die überhaupt machen können. Ist ja geil. Ja, gut. Ihr seht, es gibt immer wieder was Neues. Ist doch schön. Na, was haben wir denn für Quests bekommen? Ja, spurlos. Ja, das ist alles. Ihr seht, ne, wir haben ja hier diese blauen. Das ist alles von dem Add-on. Das sind alles neue Aufträge. Die werden wir nicht machen müssen. Wir werden wahrscheinlich hier mit dem Bienenphantom nachher fortfahren. Ich schau mal, ob wir hier in der Lage sind. Hier vorne gleich das erste Fragezeichen, ob wir da überhaupt eine Chance haben oder ob wir gleich auseinandergenommen werden. Na, und ab einer gewissen Stärke. Ups, da labert. Monsternest. Ach du Scheiße, Level 34 Necker. Ja, alles klar. Ja, genau, ihr seid doch irre. Boah, sind die aggressiv, meine Fresse. Ne, keine Chance. Also ihr seht, ich bin glaube ich jetzt nicht der schlechteste Kämpfer von allen, aber haben wir keine Chance. Da müssen wir noch ein paar Level aufsteigen. Ist aber auch nicht schlimm. Na, dann werden wir jetzt uns um die Quest, die wir auch lösen können, mal kümmern. Und die Neckar, die nehmen wir uns dann zu einem späteren Zeitpunkt vor. Ja, okay. Wo müssen wir hin? Komm schon. Das Bienenphantom. Hier runter. Ich glaube, das wird sehr viel angenehmer. Ja, das ist doch ein Kaufmann. Da kann mir da einer sagen, was er will. Warte mal. Kollege, hi. Sei gegrüßt. Sag ich doch. Zeig mir deine Ich Waren. würde mir gerne deine Waren ansehen. Warum wird der mir nicht angezeigt? Hm? Was haben wir denn hier? Alle Raunenwurzel. Ich glaube, die ist sogar. Die ist sogar sehr selten. Ich glaube nicht, dass wir eine haben. Ja. Ich muss mal eben schauen. Aber ich glaube nicht, was haben wir denn, dass wir eine Alraunenwurzel haben. Monstercode ist ja auch was Feines, ne? Aber gut, wer weiß. Seht ihr das? Seht ihr irgendwo eine Alraunenwurzel? Weil dann kaufen wir die mal. Zwei Stück haben wir nur. Kauft die jetzt. Ja, damit. Ja. Was ist das? Oh, ja gut, Longgrube. Haben wir auch Nostrix? Ja, haben wir auch. Das kriegst du in jedem Fluss. Zwei Zahnblüten. Ja gut, ich glaube, das ist jetzt alles Mollifeiler. Das ist reines Silber. Das ist alles nicht so dramatisch. Können wir dem. Ich habe aber, glaube ich, meine Runen habe ich, glaube ich, alle verkauft. Ne? Die niederwertigen. Ja, die sind alle weg. Ja, guck mal hier. Kriegt er jetzt. Jo. Oh, was haben wir hier? Ja, kriegt er auch. Uns ein bisschen Geld wieder. Die kriegt er mit Sicherheit nicht. Nein, nein, nein. Okay. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, kann man denn noch irgendwelchen Plunder verkaufen? Felle, die sind schwer. Pferdehaut, weg damit. Ja. Auch weg. Sparen wir wieder ein bisschen Gewicht. Super, die ganzen Felle, die können, geben, kann er gerne haben. Ja.
kriegen wir in solchen Massen. Da kommen erstmal das Bärenfell. Davon kriegen wir auch noch 3 weg. Super. Haben die nicht auch noch irgendwie so? Eine. Okay. Also es geht mir jetzt nicht ums Geld. Es geht mir wirklich nur darum, dass wir Gewicht abbauen. Ja, hat sich doch gelohnt. Leb wohl. Ciao. So, dann auf zu unserer Aufgabe. Na, jetzt können wir wieder ein bisschen sammeln. Wir haben erstmal voraussichtlich, beim Witcher weiß man das ja nie, ein bisschen Ruhe. Oh, schönes Wetter haben wir auch heute. Tja, was willst du mehr, ne? Aber in Velen ist es nie so ganz hell, ne, wie auf Skellige. Ein paar dunkle Wolken hast du immer irgendwo am Himmel. Die Sonne steht schon hoch, Bitch. Du bist erst beim zweiten Korn. Ja, gut, ist doch schon. Ja, wir haben 20 von 9, also. Ja, mal, Plätze muss ich kurz erholen. Weiter so, Plätze! Und weiter. Vollgas. Ja, wir müssen leider jetzt ein bisschen länger reiten, aber immer ein bisschen was von der Gegend ist ja auch nicht verkehrt. Ich könnte eigentlich mal, ich würde am liebsten mal eine Folge machen, wo ich nur durch die Gegend reite. Was hier? Komm schon! Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen. Das schaffst du nicht. Weil das ist so schön hier, wenn man wirklich so sozusagen vom Norden und Süden durchreitet. Und von Osten nach Westen. Obwohl Osten-Westen, das haben wir glaube ich fast schon gemacht. Also vom Norden. Was, wenn ein Halbling Hexer wird, hä? Ja, dann wird er Hexer, ne? Warum nicht? Oder ein Zwerg. Wenn das denn möglich ist. Das ist wahnsinnig schön. Ist das schön hier? Ne? Sieh sich den alle an. Meine Güte. Ja. Ein schickes Kerlchen, ich weiß. So. Also muss man ja sagen, der na, sieht ja wirklich gut aus, der Geralt. Willkommen in Honigwab, Reisender. Ja, willkommen. Hallo, Holofernus Meiersdorf. Holofernus Meiersdorf, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Hm, bist du mit Rico Meiersdorf verwandt? Ach, tja, ja, mein jüngster Sohn. Leider ist er dem Familienberuf nicht treu geblieben, sucht sein Glück in der Stadt. Warum fragst du? Kennst du ihn? Naja, wir sind uns begegnet. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen deiner Nachricht. Es ist das Bienenphantom. Das verwüstet mir die Körbe. Bevor wir irgendetwas machen, reden wir erstmal über die Belohnung. Was meine Belohnung betrifft. Das ist ja. Ich meine, das ist eine alte Quest, ne? Aber 275 sollten drin sitzen. Honigwab wirft nicht mehr so viel ab, seit das Phantom da ist. Würdest du mit dem Preis runtergehen? Weil du mich so nett bittest, gehen wir mal auf. Komm, 250. Aber das ist dann auch wirklich mein letztes Wort. Wie du willst. Wenn du das Phantom nicht los wirst, sind wir ohnehin geliefert. Ich betrachte deine Gebühr als Investition. Also abgemacht? Abgemacht. Und es ist eine gute Investition, glaube mir. Dann beschreib mir mal den Unhold. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein, eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst. Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm
und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein. Er sah eher erfroren aus. Blaue Lippen, raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Der tote Landarbeiter. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die würde ich gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen begraben. Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Und dann leg mal los. Hier entlang, folge mir. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenphantom ist? Das ist ein Imker-Aberglaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder treibt, erscheint das Phantom. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein! Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redanian geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Wie die rennen. Wenn ich richtig losrenne, dann bin ich ein bisschen zu schnell. Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Ja, wir schauen uns das mal an. Frostbedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Entschuldigung. Oh, was haben wir hier noch? Blut. Trocken und schwarz, also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Das Bienenphantom möchte hat wissen, große wo Füße die Hinweise mich und hinführen. Es ist ganz schön schwer. Folge den Fußspuren mit Hilfe deiner Hexersinner. Dann folgen wir denen mal. Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Na denn? Einmal darüber. Und schon wieder ein Fell. Gerade verkauft und schon haben wir wieder eins. Aber es bleibt nicht aus. Mal gucken. Muss irgendwo Spur eigentlich weitergehen. Irgendwo hier sollte eine Spur schon sich wiederfinden, ne? Gehe ich mal hier entlang. Ich meine, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann nehmen wir das auch schnell mit, ne? Sind Diamantschaufel und Fläschchen und so, das kann ja alles nicht schaden. So, aber hier scheint es nicht zu sein. Also hier sind wir verkehrt, definitiv. Da ist eine Leiche. Ach so. Ein totes Tier. Also wir sind ja hier rüber geschwommen. Da rechts runter war nichts. Jetzt renne ich hier mal links hoch. Hier irgendwo was finden. Irgendwo muss doch hier die Spur weitergehen. Da ist auch nichts. Wir nähern uns schon wieder dem Ende. Des Kreises. Mal schon raus. Mal hier. Unten. Oh,
Uiuiui. Das waren jetzt mit Sicherheit nicht diejenigen, die für den Tod verantwortlich sind. Sondern die treiben sich halt hier nur so rum. Hallo, irgendwo muss doch hier eine Spur zu finden sein. Ich bin doch nicht doof. Oder bin ich doof? Jetzt machen wir Folgendes. Ich bin dann auf die andere Seite rüber. Also hier war ja Schluss, ne? Hier war Schluss mit der Spur. Und da war ja auch nichts. Wir sind auch wieder nur ertrunken. Gucken. Und ja hier noch im Kreis. Da ein Teich ohne Hilfe. Aber die haben die Körbe nicht zerstört. Nein, sag ich ja. Ist schon klar, dass die das nicht bauen. Also, dass die das nicht waren, ist mir auch klar. Aber irgendwo muss doch hier die... Was? Da! Jetzt frage ich mich nur, wieso geht jetzt hier die Spur weiter? Da vorne hat sie so ein Stück durchs Wasser gegangen. Keine Ahnung. Wo sind wir denn jetzt hier? Da komme ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, Zwergenschnapsparadies. Wieso kommt der hier nicht durch? Öffne den Keller. Ich gehe mal lieber langsam. Bei meinem Glück fliege ich nämlich gleich runter. Nein, du sollst gehen. Nicht rennen. Ja, sag ich ja. Verschlossen. Ich habe den Schlüssel hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen, aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Prima Versteck für den Zerstörer eurer Körbe. Ich gehe rein. Ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. Ist ja toll. Ich hoffe, dass ich da gleich rauskomme. Sonst ist hier nichts, ne?
Das war ja einfach. Sorry, ich sollte nicht versuchen, auch nur zu summen. Gesangstechnisch bin ich absolut talentfrei. Wie ist es gelaufen? Hast du das Phantom vertrieben? Ja. Sieh sich den einer an. Dein Bienenphantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer! Die wilde Jagd hat auch Hunde? Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Ha! Genug für heute, Jungs. Gehen wir heim. Morgen haben wir viel vor. Die waren echt lieb. Das war wirklich ein sympathisches Trüppchen, muss man sagen. So. Jetzt gucken wir mal hier. Das haben wir erledigt. Hässliche Endline, klar, steht an, auf jeden Fall. Hier können wir ja so weiter nichts machen, oder der Rest ist, das ist Skelligal, ist okay. Hexeraufträge haben wir hier so weiter, also auch Skelliger und sehr hochlevelig, also das ist alles, brauchen wir uns nicht drum kümmern. Schatzsuche, Schlachtfeldbeute in Novigrad. Ja, die könnten wir schon noch machen, ne? Würde ich sagen, besetze deine Hexersinne ein, um der Blutspur zur Beute vom Schlachtfeld zu folgen. So, wo muss ich denn da hin? Das ist ein bisschen weiter. Gänsemüse. Also ganz ehrlich, das ist ein so geiler Name, ne? Ja, dann von da aus springen wir am besten. Am besten zur Gänsemöse, tatsächlich. Machen wir das so, ja. Und dann reiten wir darüber. Also einmal zur Möse. Oh, dahin. Eieiei. Ich sag nichts. Nein. Ich denke auch gar nichts Schlimmes. Wirklich nicht. So. Hey, Plötze. Komm, lass uns mal die Möse verlassen. Und wir reiten mal. Reitet er jetzt? Wie reitet er denn jetzt? Nee, das ist doof. Oder? Reite mal hier hin. Genau, reite mal dahin und dann rennen. Nicht so schnell, den Rest können wir dann rennen. Da müssen wir ein bisschen was schwimmen. Aber der will wahrscheinlich ganz außen rum reiten und das wäre mir ein bisschen zu weit. Hier sind wir schon. Das ist ein kleines Fort der Redania. Schau an. Aha. Guck an. Ein Bogenschütze. Pass doch auf. Ach, halt die Klappe. So. Na denn, wir müssen da jetzt eh rüber auf die andere Seite. Also die Ertrunkenen sind echt überall, ne? Kann man sagen.
So, aber eigentlich wollte ich gar nicht mich mit denen kloppen. Sondern ich wollte hier rüber. Genau. Ach. Eine Sumpfgedönse. Wie heißen die denn noch? Da haben wir sie. Da. Nee, ist ein Nebenring. Das waren 4 Stück. Cool. Ich mag ja so kleine Herausforderungen nebenbei. Ne? Öfter mal was Neues. Ich sollte vielleicht auch mal den harten Schlag öfters anbringen. Aber ich komme mit dem schnellen Schlag komme ich eigentlich ganz gut zu Rande. So, jetzt gucken wir mal hier. Hier muss irgendwo eine Blutspur sein. Da haben wir sie schon. Oh, guck mal, was dahinter ist. Zack. Das war's schon. Hinkerskapuze. Hatten wir nicht schon mal eine Hinkerskapuze? Ich meine ja, ne? Ich meine, die hatten wir mal. Level 22. Müssen wir mal in unseren... Muss ich mal in meine Schatztruhe gucken. Ich meine, da haben wir da eine drin. So. Erledigt. 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 So, haben wir jetzt. Also. Hier. Was haben wir denn jetzt noch? Greifenschule. Bärenschule geht bis 34. Katzenschule. Die Verbesserte geht auch bis 34. Die Greifenschule, die Verbesserte geht auch bis 34. Also ganz ehrlich, ne? Da können wir echt noch warten, bis wir die komplett kriegen. Da können wir wirklich noch warten. Wir sind jetzt gerade mal Level 25. Aber ich habe es ja jetzt bei den Schwertern gesehen, die können wir auch erst ab Level 29 überhaupt tragen. Macht also wenig Sinn, da jetzt schon durch die Gegend zu rennen. Was man hier findet, den Schreiber, der Passiflora. Ach nee, du, nee, das ist der Gwind. Das ist alles Skellige. Hier ist also nichts mehr weiter. Leute, wir reisen. Wir reisen. Zum Schloss des blutigen Barons. Moment, müssen wir das überhaupt? Ja, Plätze brauchen wir. Ne? Wir reisen mal hier hin und dann machen wir eine schnelle Reise zum Schloss. So. Ich loote jetzt auch nicht hier die ganzen Schatztruhen. Ne? Das mache ich jetzt nicht. Beweg dich. Noch ein Wasserweib schauen. So, geht auch so.
Allerdings ist mir Quinn lieber. So. Da wollen wir hin, zur Hindewacht. Da kann man dann eine Schnellreise machen. Und uns Humor holen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da vielleicht durchkloppen müssen. Oder ob die uns den Oma, die Oma, den Oma, wen auch immer. Halt Oma, das Oma. Einfach so geben. Aber wir schauen mal. Wir werden es herausfinden. Mal hier hin. Level 1 Wildhunde, eine echte Gefahr. Ja, praktisch schon da. Ich glaube, wir sind irgendwie... Irgendwie sind wir falsch. Ja, was reite ich denn hierher, sag mal? Bin ja auch noch nie hier gewesen. Da kann man sich ja schon mal vertun. Ne? Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Ja, das kennen wir irgendwie schon. Du siehst doch, dass ich da ankomme. Da können wir jetzt auch gleich mal in unserer Schatztruhe nachschauen, ob wir das Schwert, was wir da jetzt gefunden haben. Du da, Weißer, hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Immer noch nicht. Ob wir das nicht da drin haben. Warte mal, wir haben jetzt hier die Henkerskapuze, genau. Später hier ist, habe ich hier schon reingelegt, das überlegene Katzensilberschwert. Henkerskapuze, hier, sag ich doch, hatten wir schon. Ja, hat uns lange begleitet, aber jetzt eine zweite, brauchen wir davon nicht. So, auf geht's. Diesen dämlichen Feldwebel. Oh, Arschgesicht. Ich muss mit dir reden. Worüber? Oma, ich werde ihn mitnehmen. Du musst um die Erlaubnis des Barons bitten. Das Problem ist, er ist nicht da. Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Aber das wäre ein Fehler. Ein tödlicher. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird, weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Ein widerlicher Kerl. Ein echt widerlicher Kerl. Und ich glaube, Oma kann es nur besser gehen, wenn er mit uns reist. So. Okay, Leute. Wir werden uns Uma holen. Allerdings machen wir das erst in der kommenden Folge. Ja? Ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Wie immer, ich wünsche euch einen schönen Abend, wenn ihr das am Abend guckt. Eine tolle Woche, einen tollen Monat, was auch immer. Geburtstag, Weihnachten, wann auch immer ihr diese Folge guckt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir uns Oma holen. Und ich glaube, da müssen wir nach
Kehr Dingsbums zu unserem Heimat. Ich bin schon alt. Ich habe schon mal manchmal Wortfindungsschwierigkeiten. Zu unserem Heimat, zu unserer Heimatburg zurück. Kehr, jetzt leckt mich am Arsch. Jetzt will ich es noch eben wissen. Mann. Map. Mann. Ja? Kehr Morhen. Mann. Ist doch nicht zu glauben. Ja? Also, wir werden dann nach Kehr Morhen müssen. Soweit ich weiß. Und da werden wir sicherlich noch das eine oder andere Abenteuer erleben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ja? Macht's gut. Tschüss, euer Alien. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.